In einem anderen Video, welches wir hier auch noch einmal verlinken, haben wir eine praktische Upcycling-Fahrradtasche aus einem Wachstuch hergestellt. Heute zeigen wir euch, wie man den dazu passenden Regenschutz bastelt. Ihr benötigt ein Stück Wachstuch, beispielsweise eine alte Tischdecke, eine Nähmaschine sowie eine Schere und ein Lineal oder einen Zollstock. Im ersten Schritt stellt ihr die Holzkiste, in der ihr eure Fahrradtasche transportiert, auf das Wachstuch und rechnet ca. 10 cm rundherum dazu. Nehmt dann eure Schere und schneidet die Maße aus. Im zweiten Schritt zeichnet ihr die Ecken an und rechnet etwa 1 cm Nahtzugabe dazu. Auf diesem Foto haben wir den Zollstock dafür genommen, der etwa 2 cm breit ist. Im dritten Schritt schneidet ihr die Ecken dann an den Nahtzugaben ab. Wenn das erledigt ist, schlagt ihr den Stoff an allen Seiten ca. 1 cm ein und steppt das mit eurer Nähmaschine ab. Das Wachstuch ist etwas störrisch und lässt sich nicht gut knicken. Deswegen könnt ihr es leicht vorfalten und den Knick vorsichtig mit einer Schere nachziehen. Im fünften und letzten Schritt müsst ihr dann noch die Ecken aufeinanderlegen und ebenfalls absteppen. Fertig ist euer Regenschutz.